I hate running backwards. Ja, wer nicht, meine lieben Freunde, wer nicht. In diesem klassischen Shoot'em'up bewegt ihr euch in einer 2D-Welt, die zwar ein bisschen anmutet wie eine 3D-Welt, aber eben keine wirkliche 3D-Welt ist, weil sie sich nur von oben nach unten bewegt und ihr euch die meiste Zeit tatsächlich am oberen Bildschirm bewegt, weil von da aus nämlich die Gegnerscharen kommen, die ihr abschießen müsst. Ihr habt die Möglichkeit, verschiedene Spielfiguren auszuwählen, die ihr für euch ballern lasst, unter anderem Serious Sam mit einer Shotgun oder aber auch Lo Wang aus Shadow Warrior mit einem Maschinengewehr. Zu Anfang muss ich gleich sagen, dass das Spiel allein nicht unbedingt sonderlich viel Spaß macht. Und warum das so ist, das werde ich euch jetzt gleich erstmal näher erläutern. Wenn ihr nämlich im Einzelspielermodus sterben solltet, dann endet die Party direkt. Das heißt, ihr müsst alles wieder von vorne machen und das kann, je nachdem wie weit ihr gekommen seid, schon ziemlich nervtötend sein. Wenn ihr zu zweit spielt, dann wird nach 30 Sekunden der gestorbene Spieler wiederbelebt und dann geht's halt einfach weiter. Wenn ihr mich jetzt fragt, ob es Checkpoints gibt, ja schon, aber die sind auch nicht unbedingt so großzügig verteilt, denn erst wenn ihr einen der 6 Bosse besiegt habt, bekommt ihr eine kleine Abkürzung, mit der ihr euch dann wieder an diesen Punkt, wo ihr den Boss besiegt habt, hinteleportieren könnt, um nicht wieder alles von vorne machen zu müssen. Aber wie gesagt, das ist schon recht frustrierend, vor allen Dingen, wenn ihr halt bei einem Boss sterbt. Problem an der ganzen Sache ist allerdings, dass ihr das Spiel auch jedes Mal zu Ende bringen müsst. Also ihr könnt nicht sagen, ach ja, okay, gut, ich habe den dritten Boss jetzt besiegt, jetzt höre ich auf zu spielen und spiele später weiter. Nee, ist nicht drin. Sobald ihr die Konsole ausschaltet, werden alle eure Spielfortschritte zurückgesetzt und ihr dürft die ganze Chose wieder von vorne machen. Egal, wie weit ihr gekommen seid oder ob ihr gestorben seid oder nicht. Und übrigens auch egal, ob ihr das alleine oder zu zweit macht. Ich sage mal, die Gegenstände, die ihr währenddessen freischaltet, die bleiben zwar freigeschaltet, aber wie gesagt, es ist halt wirklich eine unfassbar blöde Sache, dass ihr dann trotzdem immer wieder von vorne anfangen müsst, wenn ihr mal die Konsole ausschaltet. Das grundlegende Gameplay ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Es macht schon Spaß, zahlreiche Feinde aus den Serious Sam Spielen rennen über den Bildschirm, manche schneller, andere langsamer. Bestimmte Projektile können mit einer Drehattacke auf euren Widersacher zurückgeworfen werden. Zudem gibt es einen Haufen recht abgefahrener Sekundärwaffen, wie zum Beispiel einen Kühlschrank, der eure Gegner einfriert, eine Drohne oder auch einen Esel, ja, der seine Winde auf eure Gegner freilässt. Ab und an rennen auch einfach mal Büffel über den Bildschirm von rechts nach links, die euch bei Berührung sofort töten, die Wachtürme umrennen oder Bomben zum Explodieren bringen. Ja, und es kommt auch mal vor, dass das Spiel einfach mal anhält und dann steht plötzlich ein Auto auf dem Bildschirm, mit dem ihr ein bisschen weiter vorfahren könnt, ne, hier, und eure Gegner dann dadurch ein bisschen schneller belagern könnt und bedrängen könnt, beziehungsweise, also es ist komplett chaotisch, dieses Spiel. Und so sieht es übrigens auch aus, also die Grafik erinnert so ein bisschen an Minecraft, muss ich sagen, ne? Aber ja, alles in allem ist es schon recht interessant geraten. Was mich allerdings komplett nervt, ist, dass die Level immer wieder neu frei generiert werden. Das heißt, ja, passt zwar auch zu diesem Chaos, was ich gerade angesprochen habe, aber trotz alledem, es ist wirklich ein bisschen nervtötend, weil man hat so gesehen nicht wirklich einen Schwierigkeitsunterschied. Es ist so ein bisschen wie bei The Binding of Isaac, wo du einfach random in eine Szenerie geworfen wirst und nicht sagen kannst, okay, wow, das ist jetzt schwieriger als das andere. Und ich glaube, Binding of Isaac ist auch ein sehr gutes Beispiel, weil wenn man da stirbt, dann muss man ja auch wieder alles komplett von vorne machen und so und hat nicht unbedingt Rücksetzpunkte. Bei Binding of Isaac hat man überhaupt gar keine Rücksetzpunkte. Wenn man da stirbt, dann ist man halt gestorben, ne? Und dann geht's halt wieder komplett von vorne los. Hier ist es halt tatsächlich so, dass du wenigstens, wenn du in derselben Runde noch bist, ne, also wenn du die Konsole noch nicht ausgeschaltet hast, dass du zumindest dann durch die Bosse, die besiegt wurden, eben noch die Chance hast, dich zu diesem Punkt hin teleportieren zu lassen, ne? Also, ja. Aber wie gesagt, diesen Binding of Isaac-Faktor hat man eben, wenn man die Konsole ausschaltet und dann wieder eine neue Partie beginnen will später, ja, dann, ne, darf man alles wieder von vorne anfangen. Dolle Sache. Also man muss wirklich sehen, dass man die Angriffsmuster der Gegner sehr schnell drauf hat, ne? Dass, wenn man sie sieht, man sofort weiß, was man eben machen muss, wie man agieren muss, um halt möglichst unbeschadet durch die ganze Sache durchzukommen. Weil, wie gesagt, die tauchen einfach alle random auf und wenn man da nicht weiß, was man zu tun hat, dann sieht man schon recht schnell ziemlich alt aus. Apropos alt aussehen.
Ihr seht nämlich mindestens genauso alt aus, wenn euer Freund, der euch da zur Seite gestanden hat, ne, im Zweispieler-Modus wieder geht. Denn dann könnt ihr auch keinen Zweispieler-Modus mehr weiterspielen, ne, logischerweise, ne. Also, weil es gibt keinen Online-Multiplayer-Modus, ne. Das heißt, euch kann keiner, wenn ihr einmal eine Multiplayer-Session angefangen habt, kann euch keiner aus dem Internet helfen, die dann zu beenden, sondern ja, ihr braucht dann zwangsläufig wieder einen, der lokal neben euch sitzt. Alles in allem habe ich daher eh so ein bisschen das Gefühl, als wolle dieses Spiel mehr ein Arcade-Titel sein, der halt nicht unbedingt ein Ende hat zwangsläufig, sondern in dem es halt darum geht, möglichst viele Punkte zu machen und so weiter, ne? Das hat natürlich auf der einen Seite den Vorteil, dass wenn es wirklich richtig Spaß macht, dass man dann auch tatsächlich längere Zeit damit verbringt und dann auch längere Zeit vielleicht mal mit Freunden spielt. Ja, auf der anderen Seite wird man dann natürlich durchaus schon demotiviert von eben diesem Aspekt, dass man immer wieder alles von vorne machen muss, weil ich bin ganz ehrlich kein Freund von so Arcade-Spielen und da denke ich mir halt, ja super, wofür mache ich das eigentlich, wenn es noch nicht mal einen Online-Modus gibt hier, wo ich meinen Highscore dann präsentieren kann und wo ich mich dann mit anderen Leuten messen kann, ne? Ich meine, interessiert mich doch nicht, ob ich so und so einen Highscore erreicht habe, aber es eben niemals möglich ist, irgendwie ein Ende zu erreichen, ne? Ich meine, gut, wie gesagt, das Spiel hat so gesehen ein Ende, aber es mutet halt an, als ob es das eigentlich gar nicht haben wollen würde, ne? Also für mich selbst kann ich sagen, dass I Hate Running Backwards ein nettes Spiel ist, was man sich vielleicht mal zum Zeitvertreib reinzieht, aber nicht unbedingt eins, was man längerfristig jetzt anfasst, weil dafür ist es einfach nicht motivierend genug, dafür ist es einfach, ich sage mal, zu unspektakulär und vielleicht teilweise auch ein bisschen zu chaotisch. Man hat einfach keinen Antrieb, man hat nicht wirklich so das Gefühl, boah, wunderbar, ich muss jetzt weiterspielen, weil das und das Ziel möchte ich gerne erreichen, weil man hat so gesehen kein Ziel in diesem Spiel. Und aus diesem Grunde, ja, wer jetzt wirklich so ein richtiger Hardcore-Fan ist von so Arcade-Spielen, von so alten, ja, okay, für den wird es vielleicht was sein. Und wer darüber hinaus noch einen Bruder oder eine Schwester hat und so, die immer auch Langeweile hat, dann ja, schnappt euch die und zockt das zusammen. In meinem Fall ist es jetzt aber so, dass ich die meiste Zeit alleine bin im Haus und deswegen, also ich sage mal, für eine einzelne Person alleine ist es jetzt nicht unbedingt so der Reißer. Aber wie gesagt, macht euch gerne selbst ein Bild davon, das ist nur meine bescheidene Meinung und ja, ich hoffe, ich konnte euch mit der ein bisschen aushelfen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt schön gesund, meine lieben Freunde. Und wir sehen uns wieder. Euer Julian von Tendo.